Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Looney Tunes mit Medi-Man gleich. Ja, es gibt hier ein Looney Tunes Feiertagsspektakel und das werden wir heute einfach mal ausprobieren. Ich werde jetzt hier mit meinen stärksten versuchen, 1364 leck mich am Arsch. Aber er hat ja nur zwei Stück gerade drin, insofern hoffe ich, dass das Ganze gut verlaufen wird. Und ja, gucken wir mal. Den werde ich schon mal gleich außer Gefecht setzen. Und dann werde ich den außer Gefecht setzen. Oh, den kriegen wir wahrscheinlich schneller down. Hoffe ich. Ja, damit ist er auch schon weg. Jetzt werde ich den verhöhnen. Also Bugs Bunny nimmt schon ganz schön. Der hält schon ein bisschen was aus, der Kollege. Oh, er ist gleich weg vom Fenster. Und es war's. Ja. So. Eins bis zwei. Bin ich mal gespannt, ob ich da überhaupt eine Chance habe. Irgendeinen dieser. So, da weiß ich jetzt gerade überhaupt nicht so richtig. Die ist scheinbar auf Angriff gebürstet. Was heißt das überhaupt? Dann schalte ich die mal als erstes aus. Ich glaube, das ist auch die schwächste von denen. Komm, weg mit der. Was weg ist, ist weg und kann schon keinen Schaden mehr anrichten. Nehmen wir den aus dem Rennen. Jetzt hat er nochmal eins auf die Mütze. Was macht er denn da jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was macht er denn? Ui. Okay. Elmar ist weg. Gehen wir nochmal auf Verhöhen. Und das war's. Ah, guck mal da, da krieg ich das auch zusammen. Was passiert denn, wenn ich Autosieg mache? Hol dir deine Belohnung. Mach ich jetzt erstmal. Feiertagsturnier. Ah! Das habe ich ja bekommen. Genau. Das ist jetzt nicht so viel, aber. So. Wenn ich alle 10 schaffe, müsste ich den bekommen. Aber alle 10 zu schaffen, wird ein bisschen schwierig werden, ne? Autosieg. Oh, es geht tatsächlich. Und was kommt nochmal?
So, und hier. Autosieg. Hat jetzt nichts gebracht. Ne? Ich gehe jetzt hier nochmal auf Angriff. Kostet mich das auch 10. So, wen nehme ich als erstes aus dem Rennen? Greift der Wolf. Oh, das ist der stärkste hier, so wie es aussieht. 45, 21. Also irgendeinen muss ich auf jeden Fall erstmal aus dem Rennen nehmen. Das wird dann der hier sein. Das ist erstmal auch betäubt. Alter. Ja komm, dann ziehen wir es jetzt durch. Und dann hoffe ich, dass der gleich aus dem Rennen ist. Ja, Nummer 1 ist aus dem Rennen. Den verhöhne ich jetzt, den Kojoten. Ich lasse dahin noch mal Daffy Duck nochmal angreift. Alle jetzt auf den Kojoten drauf. Dann mache ich das. Das müsste eigentlich reichen, um jetzt den einen fertig zu machen und bei dem anderen noch Schaden zu verursachen. Ja, und genau so ist es auch. Jetzt kriegt er auch noch eins auf die Mütze, dann haben wir das wenigstens auch schon mal geschafft. 3 Sterne. Und eine weitere Daffy Duck Marke. Ich habe immer noch 10 von 50. Okay, das ist tatsächlich nur für den Autosieg gedacht. Mache ich jetzt auch nochmal. Mal gucken, ob noch irgendwas bei rauskommt. Na, nicht so wirklich. Okay, dann gehen wir hier nochmal auf Angriff. Oh. 44 Sekunden. Da habe ich jetzt 3 von 10. 5, 7, 9. Hier hätte ich ihn dann, ne? Mit Kampf 7 hätte ich ihn. Ja, dann gehen wir doch mal momentan. Ich muss tatsächlich jetzt warten. Allianz, was ist da noch? Ah, die Allianzkiste einsammeln. Gucken, was ich da bekomme. Oh, das war wichtig. Oh, das war gut. Uiuiui, das war gut. War sehr, sehr wichtig. Sehr nice. Eine Gratiskiste habe ich auch noch eine. Nehmen wir auch noch eine mit. Meine Looney-Kiste. Gehen wir da rein. Sehr nice. Oh, da oben ist ja auch noch was. Posteingang. Das kann ich auch noch einsammeln. Täglichen Bronze-Liga. Das kann ich noch mit einsammeln. Kann ich meine Toons gerade noch ein bisschen pushen. Tägliche Herausforderungen. Willst du mir jetzt etwa sagen, dass ich jetzt schon keine Kämpfe mehr machen kann? Auch hier nicht? Hier kann ich es machen. Okay, also jetzt werde ich erstmal ich guck mal hier in die täglichen Herausforderungen rein. Aber jetzt gucke ich bei den Tunes nach. Was da machbar ist momentan. Elmar kann ich tunen. Ja, das kann ich mir locker leisten. Das kann ich mir locker leisten.
Okay. So, gehen wir mal hier hin zurück. Was haben wir da noch? Wir können Bugs Bunny. Stufenaufstieg. Kann ich mir auch leisten, genau. Nochmal ein Stufenaufstieg. What's up, Doc? What's up, Doc? Dann haben wir noch einen Stufenaufstieg. Und noch einen Stufenaufstieg. Und noch einen Stufenaufstieg. Und dann sind wir gleich Stufe 10. Max, genau. Hol dir Steine aus dem Reatomisator. Ah, ja, hier können wir auch nochmal schauen. Hier habe ich jetzt auch wieder 5 Stück. Stück kann ich hier noch nehmen. Mini-Reatomisator. Den nochmal, okay. Nochmal 2. Kommen immer die gleichen irgendwie raus, ne? Kommt jetzt nichts Großartiges mehr. Hey! Ich hab den Polizei-Josemite. Nice, so. Aber bevor ich das mache, gehe ich erstmal hier hin. Und werde auch den hier nochmal tunen. So. Elmer oder Duffy tun, okay. So. Ja, dann gehen wir nochmal zurück, weil den kann ich doch jetzt. Ich kann jetzt den Polizist Josemite aktivieren. Geil! Freue ich mich. Nice. So, ist jetzt nicht. Wahrscheinlich nicht eine der stärksten, aber trotzdem nice. So. Was haben wir denn für tägliche Herausforderungen? Erstmal kann ich das einsammeln, dann kann ich das einsammeln. Invasionskämpfe. Fangen wir doch mal hiermit an. Waldkapitel. Dorfkapitel. Gucken wir hier nochmal rein. Autosieg mache ich jetzt nicht, weil ich will ja jetzt hier auch was schaffen. Ich kann, es geht nicht mehr. Jetzt ernsthaft 50 Stück für 100. Ja, komm. Nächster Punkt in 15 Sekunden. Das ist ja wirklich. Das ist jetzt ein klein wenig ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann keine Kämpfe gerade machen. Ist das jetzt euer Ernst? Ich hab den doch schon. Ja, das war jetzt dann wohl nicht so ganz so clever, wie ich gespielt habe. Vögelbohrer. 6 Stunden. Machen wir das doch mal. Er soll Vögel beobachten. Mal gucken, was ich hier sonst noch bekommen kann. So, was kann er denn? 1 von 4, das will ich gar nicht. Was ist bei ihm?
Das war ein Bugs Bunny. Gucken wir den da noch. Und dann machen wir hier nochmal. So, Pfadfinderlager aufwerten. Jetzt fehlt mir noch 5 Holz. Meistere den Dorfakt. Wie viele fehlen mir denn jetzt noch von diesen Duffys? Fehlen mir doch gar nicht mehr viel. Wenn ich da jetzt reinschaue. Wo ist er denn? In dem habe ich 1, da habe ich 7. 16 von 100. Ah, 56 von 100. Entdecke die Farmregion. Okay, also irgendwie ist jetzt hier gerade... Ich habe jetzt echt ein bisschen verkackt, würde ich sagen. Das heißt, ich werde jetzt hier wahrscheinlich... Was? 92, 75 drehen? Was? Oh, dann machen wir doch mal das hier. Feiertagsrad. Hier gucken wir mal ganz kurz rein. Was habe ich da? Ein goldenes Ticket. Ja, dann machen wir doch das hier. Ne? Machen wir hier ein goldenes Ticket. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Gibt es halt heute nicht so viele Kämpfe. Und, oh, schade. Ja, das war so knapp. Das war so knapp. Na gut, jetzt gehen wir zu dem Feiertagsding. Und dann drehen wir hier halt mal jetzt. Oh, das war gut. Das kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Komm, gib mir jetzt mal was Anständiges hier. Ohne Scheiß. Ich will was Anständiges haben. Alter, Vater. So, jetzt habe ich hier nichts mehr, ne? Ah, ist das ärgerlich. Glücksritter. Den kann ich noch einsammeln. Sammle 10 Feiertagstonsteine. Komm ich da dran? Oh! Kann ich doch nochmal. Und? Oh nee, wieder eins weitergegangen. Gibt's doch gar nicht. So, aber da war doch eben gerade noch irgendwas gewesen. Hat noch was gesehen hier. Ist irgendwas, was ich momentan machen kann? Was ist mit den täglichen Herausforderungen? Kann ich die wenigstens machen? Drei von drei. Und hier? Drei von drei. Da haben wir einen Kampf, den wir machen können. Beliebige Originaltoons. Willst du mich veräppeln? Ich habe einen einzigen. Ja, das ist ja wohl, Quatsch. Bei der hier? Kann ich da wenigstens alles reinnehmen, was ich habe? Ja. Machen wir hier halt mal drei Kämpfchen da noch wenigstens, dass sich das Ganze auch irgendwo noch lohnt. So, der sieht irgendwie stark aus. Oh, nee, der Skunk, der ist. Der Skunk muss raus. Der muss aus dem Rennen genommen werden. Wenn der wieder mit seiner Gasattacke da kommt. Dann nehme ich den jetzt erstmal noch und hau dem noch eins auf die Mütze. So, jetzt wird das Gang noch völlig... Ah, ist ja schon fast tot. Jetzt ist er tot.
Schaden macht er nicht mal. Ist ja nur Level 3, ja. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, dann nehmen wir den jetzt mal aus dem Rennen. Und jetzt komme ich damit, weil dann ist er nämlich gleich fort. Und die anderen haben auch noch Schaden. So. Das war schnell. Und hier Kampf 2. Der Roadrunner. Ich lieb den Roadrunner. Ich lieb den einfach. Der Roadrunner ist geil. Er ist wirklich geil. Alter, Vater, was ist denn hier los? Was? Für Äpfeln? Komme ich auch mal irgendwie noch dran? Wir hatten jetzt noch nicht angegriffen. Der hat auch mal, glaube ich, noch nicht angegriffen. Ne? Was denn jetzt? Muss ich auch mal. Hm. So, ja, was mache ich da jetzt noch? Der muss weg. Oh nein, ich ahne übles, übles. Der ist jetzt auch schon fort. Oh, was soll ich machen? Alter Vater, das kann doch nicht sein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Holy. Ja, ist klar. Ich mach jetzt mal das hier, dass ich erstmal alle Schaden bekomme. Es hat wieder nicht gereicht, ich werd verrückt. Oh nein. Okay. Ich würde sagen, dafür bin ich noch definitiv zu schwach. Ich will jetzt wenigstens aus dem Rennen haben. So, mein Freund. Ist einer weniger, oh mein Gott. Ja, und das war's. Das war jetzt harter Tobak. Aua. Ich würde sagen, dafür bin ich zu schwach. Das lohnt sich nicht. Dann gehe ich da nochmal drauf. Weil alles andere macht dann doch wenig Sinn, sage ich mal. So, den Skunk wieder außer Gefecht setzen. Ich bin zu schwach dazu. Jetzt nehme ich den noch aus dem Rennen. Den Skunk weg. Den Skunk weg. Gehen jetzt auf die Mütze. Und jetzt wieder die Bombe einsetzen. So, jetzt kriegt er hier noch einen mit. Kritischer Schaden. Und jetzt wird die noch hier überfahren. Und kriegt auch nochmal eins auf die Mütze. Und damit haben wir dieses Match hier auf jeden Fall gewonnen. So, ein Ding kann ich noch machen, weil ich jetzt ein Auto sehe. So. Jetzt bin ich hier auf jeden Fall mal durch. Fechte es aus. 3 Invasionskämpfe. Tja, wie soll ich die machen? Wenn ich im Moment keine... Oh, was jetzt? Neuer Stufenaufstieg. Oh, dann habe ich. Jetzt habe ich.
Geil, jetzt habe ich doch nochmal drei Angriffe bekommen. Ja, das ist doch schön, siehst du? Da freue ich mich. So, was ist? So, öffne 5 Kisten. 3 Invasionskämpfe ausfechten. Dann machen wir das doch mal hier. Wir greifen jetzt das hier an. Ja klar, natürlich das Team hier. Wobei. Ja, es sind wahrscheinlich die besten, die ich habe, ne? Wobei der ist, aber ich finde. Ja, irgendwie ist er doch der beste. Scheiße. Na gut, okay. Dann machen wir das jetzt einfach mal so. Na, das fängt ja schon super an. Das fängt ja schon immer super an. Oh mein Gott. Den Kojoten. Na, oh, alles war. Ich nehme jetzt erstmal den Skunk aus dem Rennen. Das soll er nicht überleben. Alter Vater, hat er jetzt viel Schaden verursacht. Mach den Kojoten jetzt weg hier. Okay. Der muss als erstes weg da rum. Weil der ist einfach nur krass. Dann schalten wir den noch aus. Jetzt muss der erstmal weg da rum. Der muss weg. Der ist nämlich so krass. Das kann nicht wahr sein jetzt hier. Mach den Skunk weg. Jetzt müsste ich es geschafft haben. Alter Vater, was ein Glück. Fort. Alter Vater, das war jetzt wirklich krass. Jetzt müsste ich doch bald den Thun zusammen haben.
viele fehlen mir denn noch bei diesem Duffy? Noch 4 Steine! Ist nicht euer Ernst, oder? Nee, den hab ich doch. So, ja, dann gehen wir mal da hin, dann fangen wir mit dem Friseur noch an. Letztes Match für heute. Letztes Match für heute. Hallo! Dann haben wir es auch geschafft. Du sagst gerade eine Aufnahme von Looney Tunes. Ja, letztes Match für heute, dann haben wir es geschafft. Ah, gibt's auch einen Waschbären! Ach du Scheiße, wer ist denn das? Den kenne ich gar nicht. Monster Foghorn. 200 Leben. Pepe Le Pau, oh mein Gott, ich muss den Pepe Le Pau erstmal loswerden. Und Monster Foghorn sieht irgendwie auch nicht wirklich prickelnd aus. Alter Vater, was war denn das jetzt hier? Erstmal den da rausnehmen. So, Pepe Le Pau muss weg. Das war ganz gewaltig. Nein, warum auf den jetzt? Ich muss Pepe Le Pau loswerden. Meine Güte. Was? Oh mein Gott. Ich werde verrückt, was macht. Okay, komm. 55 Schaden. Nein, 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 nein. Aber jetzt mit dem hier. Alter Vater, der muss weg! Endlich ist er fort. Oh nein! Oh nein, 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 oh nein. Wieso kann ich den jetzt? Das kann doch nicht sein! Ich mache jetzt das mit dem Blitzgewitter, weil dann kriegt der nämlich der Pepe Le Pau auch Schaden und ich muss den ja irgendwie mal jetzt endlich wegbekommen. Komm. Ich habe das Gefühl, dass das ganz bitter für mich ausgeht. Scheiße. Ich würde mal sagen, das habe ich auch wieder verloren. Ach Mann, ey. Ja, ich kann keine 5 Kisten öffnen, weil ich die nicht angreifen kann. Geht es? Ich kann ihn echt angreifen. Ja, das ist doch geil. Ich brauche hier Kisten. Das ist doch geil, geht es halt noch ein bisschen weiter. So, also. Wieso dürfen die alle drei angreifen? Jetzt nehme ich mir erstmal den Hasen vor und mach den erstmal, nimm den erstmal aus dem Rennen. Ja, ist klar. Du spinnst wohl. Das gibt es nicht.
Dann muss weg. Alter! Ich muss den jetzt endlich weg haben. Dieser Hase hat mich jetzt so viel Nerven gekostet. Der muss weg. So nervig. Weg mit dem. Weg mit dem jetzt. Weg. Nächster weg. So, jetzt sind es nur noch zwei. Jetzt werde ich den da noch blenden. Und die blende ich jetzt auch, sodass sie betäubt ist. Den da erstmal weg. Erstmal den Kater weg. Ja. Jetzt kannst du dich selber heilen. Ah, siehst du? Wusste ich doch. Alter, Vater. Nein! Mach die jetzt weg da. Das kann doch nicht sein. Gibt's das denn auch noch? So, jetzt brauche ich noch einen. Ich muss mir jetzt irgendwie einen ganz schwachen raussuchen. So, habe ich den jetzt eigentlich drin? Ich muss mal gucken. Also irgendwie... Der Josemite. Doch noch was. Kann ich bei ihm jetzt auch machen? Nein, kann ich doch gar nicht. So. Auch beim Bugs Bunny. Hier, das ist der da. So. Wen nehme ich aus dem Rennen? Den Fotografen. Das jetzt erstmal auch reichen. 112. Mhm. Die aus dem Rennen, weil das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn die anfängt zu heilen. Autsch. Weg mit dem. So, du kannst nicht mehr heilen. Jetzt habe ich nur zwei Angriffsleute. Wow! Holy Kameli! Das
Das ging jetzt aber schnell. Uiuiui. Zack. Okay. Alle gestohlen. Habe ich auch gleich meine täglichen durch. Es geht immer noch nicht. Aber ich würde mir hier jetzt noch einen nehmen. 30 Minuten Debra. Ist hier die Schwächste. Nehmen wir die einfach fertig. Tut mir leid, Debra. Nö, tut's mir nicht. Ich muss 5 Kisten öffnen. So, den Fotografen erstmal aus dem Rennen nehmen. Und was weg ist, ist weg. Und was weg ist, kann keinen Schaden mehr anrichten. Das mache ich jetzt aber nicht bei dem, sondern ich nehme mir jetzt mal den davor. Ein Heiler ist nicht. Ach du Schande. Ein Heiler ist nicht da. Und nehmen wir den Fotografen erstmal aus dem Rennen. So, dann. Es geht gerade nicht. Okay. Dann machen wir es so, weil dann kriegt nämlich jeder Schaden. Und damit ist der doch weg. Und das war jetzt schnell. Entdecke die Farmregion. Was muss ich da machen? Entdecke die Farmregion. Ja, also manche Sachen checke ich schon nicht so ganz. Bin ich jetzt gelandet? So. Also, hier kann ich auch noch, glaube ich, was machen. So wie es aussieht, ist noch was zum Drehen da. Und zwar da unten wahrscheinlich. Hier.
Ja, mein tägliches Ding. So, also schauen wir mal. Und nein! Oh Mann. Ich habe aber auch momentan nicht so das Glück, ne? Egal. Also. Laden, was haben wir da noch? Angebote. Oh, eine ist wieder verfügbar. Machen wir auch noch auf. Luni-Kiste. Und damit. Reatomisator geht auch wieder. 10 Stück habe ich nicht. Gucken wir hier nochmal rein. Hier noch eine. Und das kommt. So, Liga-Laden. Von 10. Verfügbar 5. Mit ein bisschen Glück könnte ich die Dienerin Granny noch bekommen, so wie es aussieht. Schauen wir doch mal. Einsammeln. Und jetzt müsste es doch eigentlich, ich müsste sie haben, oder? Dienerin Granny! Jawohl! Die aktivieren wir jetzt auch mal. Tickets 200. Okay, dann gehen wir hier zurück. Und jetzt kann ich die aktivieren. Die Dienerin Granny. Oh. Nice. Oh. Gewöhnlicher Unterstützer. Avaluni. Mensch, Personal. Okay, ist jetzt eine gewöhnliche. Bisschen schade. Stärke. Rangstufe, Tuner, Häufigkeit. Lass mal nach Häufigkeit gucken. Bugs Bunny. Okay. Ja, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn's wieder heißt, Looney Tunes mit mir dem Entweich. Ich komme auch noch dahinter. Oh, da unten ist noch was fertig geworden. Das kann ich auch einsammeln. Ich komme auch noch dahinter. So, wie das Ganze hier weiter funktioniert. Also, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Ah, die kann ich auch noch aufmachen. Oh, das ist doch gut. Ciao!